Sie sind wieder Bürgermeister, was sagen Sie dazu? Ja, ich bin von dem Ergebnis total überwältigt. Ich habe zwar in den letzten Wochen an den Ständen bei den Hausbesuchen oder vielmehr Haustürbesuchen viele sehr positive Rückmeldungen bekommen, auch von Menschen, die ja normalerweise nicht die CDU wählen würden oder die mich bei der letzten Wahl nicht gewählt haben und die gesagt haben, sie würden mich wählen. Aber also mit diesem Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet und so ein Ergebnis ist natürlich ein Blick immer in die Vergangenheit, dass man ganz offensichtlich nicht ganz so schlechte Arbeit geleistet hat, aber gleichzeitig natürlich auch immer einen Auftrag für die Zukunft. Und dieser Auftrag für die Zukunft, der ist natürlich dann auch bei einem solchen Ergebnis von fast 77% auch eine Bürde. Und ja, ich versuche, den Weg so weiterzugehen, den ich bisher eingeschlagen habe und auch gegangen bin. Und hoffe natürlich weiterhin auf eine gute Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen hier im Rathaus, von den Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, und zwar von allen Parteien und Fraktionen und selbstverständlich ganz besonders auch von allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen, den Verbänden und den Unternehmen, mit denen wir wirklich in den letzten 6 Jahren eine Menge in Dorsten gemeinsam bewegen durften.